Ja, grüezi miteinander. Freut mich sehr, dass Sie so zahlreich da erschienen sind zum heutigen Abend zu dem Thema. Ich nehme an, die meisten sind wegen dem Thema gekommen. Ich habe im Verlauf der letzten 12 Jahre da einige so Vorträge gehalten und es war meistens halb voll gewesen. Jetzt ist der Saal ganz voll. Ich hoffe, es liegt am Thema. Es ist ein sehr schwieriges Thema, glaube ich, oder ein Thema, das viele belastet auch. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und ich bin froh, dass ich zu dem Thema kann heute da den öffentlichen Vortrag halten. Ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch. Wie Sie gehört haben, wird dieser Vortrag aufgezeichnet und dann auf YouTube gestellt. Und damit wir international anschlussfähig bleiben, spreche ich auf Hochdeutsch. Ich weiß, es ist nicht kein Witz, ich weiß, dass auch in Deutschland viele sich für das Thema sehr interessieren und ich denke, das sollte auch für diese Zuschauer dann zugänglich sein und verständlich. Wenn Sie in den letzten Jahren, sagen wir so 1,5 bis 2 Jahre, die Medienberichterstattung verfolgt haben, dann sind Sie mit solchen Artikeln konfrontiert worden. Das ist aus der Berner Zeitung, Mai 2021. Organisierte Gewalt in Bern. Eine Frau sagt, sie werde immer wieder sexuell missbraucht. Nur erinnern an die Taten kann sie sich nicht recht. Der Fall bringt die Behörden an ihre Grenzen. Das ist WOZ, Wochenzeitung, Februar 2022. Der Teufel im Therapiezimmer. Ein Oberarzt einer Thurgauer Privatklinik hat mit Aussagen zu satanistischen Ritualen schockiert, doch er ist kein Einzelfall. Die Satanic Panic durchzieht die Fachwelt mit potenziell fatalen Folgen für Patientinnen. Oder das, auch wieder Berner Zeitung, Satanic Panic in der Schweiz. Ein Mädchen aus der Region Basel soll von ihrem Vater missbraucht und zu satanistischen Ritualen gezwungen worden sein. Dahinter steckt eine weltweit verbreitete Verschwörungstheorie. Oder Tagesanzeiger, satanistische Panik erfasst selbst die Stadtpolizei Winterthur. Beweise für den rituellen Kindesmissbrauch durch Geheimzirkel fehlen. Trotzdem stützen zahlreiche Experten solche Theorien, zum Teil ungewollt. Dann Neue Zürcher Zeitung sogar. Der Glaube an satanistischen Missbrauch breitet sich in der Schweiz aus. Dürfen Therapeuten allen Erinnerungen ihrer Patientinnen glauben? Ein großer Gedächtnisstreit hat unser Land erreicht. Und ganz aktuell noch ein Text, der mir letzte Woche noch geschickt wurde, das ist im Spiegel, also in Deutschland, im Teufelskreis, psychische Gewalt, Anhänger geheimer Kulte misshandeln Kinder und kontrollieren Menschen via Hirnmanipulation. Solche Verschwörungserzählungen verbreiten Therapeuten auch unter dem Dach von Kirchen und Kliniken. Beweise für die Taten fehlen, fatal, der angebliche Missbrauch wird Patienten eingeredet. In der Schweiz ist vor allem das Magazin REC, die Reporter sind auch hier jetzt zufällig. Das ist wirklich ein Zufall, ich habe das nicht gewusst. Das Magazin, das Sie vielleicht kennen oder wo Sie auch eben schon reingeschaut haben, hat dieses Thema in den letzten 1,5 Jahren intensiv verfolgt und eben in einer Sendung, also Frau Stempfli und Herr Rehmann, in einer Sendung, die dann sehr viel Aufsehen erregt hat, im Dezember 2021 dieses Interview gezeigt mit einem Oberarzt. Ich möchte betonen an dieser Stelle, ich werde diese Institutionen nicht explizit erwähnen. Sie wissen aber wahrscheinlich, um welche es sich handelt. Es geht mir nicht darum, einzelne Institutionen an den Pranger zu stellen. Ich möchte also nicht auf einzelne Kliniken herumhacken. Ich möchte umgekehrt damit nicht sagen, dass das überall passieren könnte, aber es geht mir wirklich weniger um das Bashing, sondern mehr um die Informationsvermittlung. Also dieser Oberarzt hat damals in dieser Sendung erstaunliche Aussagen gemacht. Er hat gesagt, das ist ein direktes Zitat jetzt, es passieren unvorstellbare Gewalttaten mit körperlicher Gewalt, mit körperlichen Verletzungen, mit allen nur vorstellbaren Instrumenten. Das, was wir auch so aus dem Dritten Reich als Foltermethoden in den Konzentrationslagern kannten, wird alles dort angewendet. Wie eine Parallelwelt, die sich extrem gut zu schützen weiß, sodass es sehr, sehr schwierig ist, dieser Menschen habhaft zu werden. Menschenopfer, Blut trinken,
Also wirklich alle Grausamkeiten, die Menschen ersinnen können, finden dort statt, sagte er. Ein Mitarbeiter der Stadtpolizei Zürich tritt auch auf in dieser Sendung, Abteilung Kinderschutz, also nicht irgendein ein Landpolizist, sondern jemand, der in einer speziellen Abteilung arbeitet, sagt, wir haben auch schon von solchen Fällen, Klammer satanistische sexuelle Übergriffe auf Kindern, gehört und es gibt für mich leider keinen Grund zu vermuten, dass es nicht so sein sollte, sagt die Stadtpolizei Zürich, also dass das real sei. In diesem NZZ-Artikel, den ich schon zu Beginn kurz aufgezeigt habe, vom Mai 22, der dann so im Gefolge eigentlich erschienen ist, mit dem Titel Der Glaube an satanistischen Missbrauch breitet sich in der Schweiz aus, wird ein Fall berichtet, den Sie vielleicht kennen. Es ist ein Fall, der auch in anderen Medien dargestellt wurde. Es ist der Fall von Gabriela Hacker, die auch heute hier ist. In der NZZ damals wurde das mit anderen Initialen dargestellt. Ich habe vorher mit Frau Hacker besprochen, dass es okay ist, dass ich sie hier kurz vorstelle, weil sie ist auch in verschiedenen Anlässen schon aufgetreten zu diesem Thema. Also in diesem Artikel wird der Fall der Familie Hacker ausgebreitet. Dort berichtet die Tochter, das ist eine erwachsene Frau, dass ihre Mutter und ihr Vater sie als Kind missbraucht hätten. Es hätten satanistische Rituale stattgefunden. Sie hat das im Rahmen der Psychotherapie erinnert oder will das erinnert haben im Rahmen der Psychotherapie. Es sei die Vergangenheit rekonstruiert worden. Sie sagt, also die Tochter, mir ist gerade wieder eine Erinnerung hochgekommen. Es waren Erwachsene in schwarzen Umhängen dort und einige Kinder in weißen Kleidern. In der Mitte lag ein Baby und eine Person in schwarzem Gewand hatte eine Axt oder sowas in der Art in der Hand und hackte die Arme und Beine und den Kopf vom Körper ab. Die Tochter will sich sogar erinnern, auch im Rahmen der Therapie, dass sie selbst habe Kinder umbringen müssen. Aufgrund dieser Angaben dieser Tochter aus der Therapie haben die Behörden eine Ermittlung begonnen, und zwar die KESB, also die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und auch die Strafverfolgungsbehörden, also die Staatsanwaltschaft, haben eine Untersuchung gegen die Eltern durchgeführt, die 2 Jahre gedauert hat. Kommt zum Schluss, dass keinerlei Indizien sich finden lassen, die das beweisen würden. Jetzt kann man sagen, das ist ja toll, oder? Aber immerhin 2 Jahre, das ist eine furchtbare Belastung natürlich für die ganze Familie gewesen und das kann man sich ausmalen, was das bedeutet. Die Tochter hat den Kontakt zur Familie seit Jahren abgebrochen, also Frau Hacker weiß nicht, wo die Tochter ist, wie es ihr geht, was der weitere Verlauf ist. Was ist da los? Was passiert da? Fragen sich alle. Ist das etwas Ernsthaftes, ist das etwas Schlimmes, etwas Gefährliches oder ist das alles Quatsch? Das ist die große Frage. Nun, ich möchte Ihnen auch zu Beginn gleich klar machen, was ich jetzt hier versuche an Erklärungen zu bringen. Worauf stützt sich das oder woher weiß ich das? Ich habe auch nicht die absolute Wahrheit und ich kann auch nicht alles wissen, aber ich stütze mich auf vor allem diese verschiedenen Medienberichte, die von verschiedenen Journalisten in den letzten Jahren breit recherchiert wurden. Ich stütze mich auch auf Veröffentlichungen von Fachpersonen und von Organisationen, die zu diesem Thema irgendwelche Aktivitäten entwickelt haben, also das stützt sich auch auf derartige Publikationen. Es stützt sich vor allem auf 2 Untersuchungsberichte. Das eine ist der Untersuchungsbericht über die Klinik, die eingangs erwähnt wurde, ganz hier in der Nähe. Sie können diese Untersuchungsberichte selber nachlesen. Die sind online, Sie haben das auch im Handout, also mit diesem Link können Sie diesen Artikel, diese Untersuchungsberichte finden und nachlesen. Sehr interessant, sehr aufschlussreich. Das ist der eine. Und der zweite betrifft eine Untersuchung, die ich selber geführt habe in einer anderen Klinik, in einer anderen Landesgegend in der Schweiz. Und auch diesen Untersuchungsbericht können Sie im Internet finden und nachlesen. Und ich habe auf diesen Untersuchungsbericht sehr viele Reaktionen bekommen. Das hat mich sehr berührt.
zwar von Fachpersonen einerseits sehr unterstützende, positive Rückmeldungen, aber auch von Betroffenen, also von Patientinnen und Patienten. Das hat mich natürlich noch mehr berührt, dass Patientinnen, die sich selber eben von diesen Themen betroffen sind, sich an mich gewendet haben. Es war sehr interessant auch zu hören, was die mir erzählt haben. Ich habe im Rahmen der Untersuchung selbst auch Gelegenheit gehabt, mit betroffenen Patientinnen zu sprechen. Also ich habe ungefähr 4 oder 5 Patientinnen direkt kennengelernt und auch über diese Themen sprechen können. Deshalb habe ich als Psychiater auch einen Blick auf diese Thematik. Ich darf Ihnen auch sagen, ich habe selber unabhängig von diesen Untersuchungen in den letzten Jahren eine Handvoll von Patientinnen gesehen, selber, die solche Geschichten erzählt hat und die auch verschieden eingeordnet, klinisch. Aber das war für mich eher so ein marginales Thema, bis eben vor 1,5 Jahren ungefähr. Seither bin ich doch auch der Meinung, dass das ein Thema ist, das die Fachwelt betrifft und interessieren muss. Natürlich auch die Öffentlichkeit. Und das ist der Grund, warum ich hier diesen Vortrag halte. Eben, es sind auch persönliche Gespräche mit betroffenen Patientinnen. Aus diesen verschiedenen Quellen und aus diesen Untersuchungen, glaube ich, kann man sagen, es gibt eine Art, ja, ich sage das jetzt, eine Verschwörungstheorie, beziehungsweise es gibt Menschen, die glauben, haben bestimmte Glaubensinhalte, und das Besondere an diesen Glaubensinhalten ist, dass die Träger jetzt von diesen Glaubensinhalten vor allem psychologische Fachpersonen sind. Also das ist eine Verschwörungstheorie, die basiert hauptsächlich auf Überzeugungen von Fachpersonen. Das macht es auch besonders heikel vielleicht, weil das Fachpersonen sind, die Patienten behandeln, natürlich. Wie weit solche Ideen, solche Theorien auch in der breiten Bevölkerung außerhalb der Fachwelt geteilt werden, das ist für mich eine schwierige Frage. Ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob sie von Nicht-Fachpersonen oder von Menschen, die nicht mit diesem Thema zu tun hatten, schon so etwas gehört haben. Aber ich möchte versuchen, diese Inhalte ein bisschen zu skizzieren. Es ist nicht ein geschlossenes Glaubenssystem, aber was sind so wesentliche Elemente, die zu diesem Glaubensinhalten gehören? Also die Menschen glauben, dass es Menschen gibt, die dem Satan dienen, die Satanisten sind quasi, im Rahmen von Ritualen oder auch von so, ja, man kann sagen, so pseudoreligiösen Verehrungen, satanistische Rituale vollziehen, darunter eben auch bis hin zu Opfer von Menschen, das sind dann vor allem Säuglinge. Es würden für das Säuglinge rituell missbraucht und geopfert. Es geht eben dann auch um Blut trinken und so. Das scheint ihnen alles wie ein schlechter Horrorfilm irgendwie, oder so ist es vielleicht auch, aber das sind so Ideen, die die Leute glauben. Sie glauben auch, dass Säuglinge gezielt zu diesem Zweck, also zum Zweck eben der Opferung, geboren würden. Also Frauen würden eben missbraucht und dann schwanger dadurch, und die Säuglinge, die geboren würden, würden dann gezielt eben für diese Rituale bereits geboren und dann dazu missbraucht. Was vor allem ein wichtiges Element ist, ist diese Geheimbundcharakter. Also die Leute glauben, dass diese Satanisten eine Geheimorganisation sind mit Angehörigen typischerweise eben hoher Kreise. Also höchste Kreise seien involviert aus Politik, Staat, Kirche, Medizin, Justiz. Das erklärt auch, warum diese Kreise nicht aufgedeckt werden und warum man dieser Leute nicht habhaft wird, weil eben die höchsten Kreise damit verschworen sind und deshalb sich gegenseitig schützen und auch die Strafverfolgung verhindern und so weiter. Und Sie merken schon, das ist natürlich ein Element eben typischerweise von Verschwörungstheorien, dieser Zirkelschluss, oder es ist alles zirkulär, weil wenn man fragt, warum hat man denn solche Kreise nicht richtig aufgedeckt und so, dann wird das immer so erklärt, dass das eben ein Klüngel ist, die alle unter einer Decke stecken. Ein ganz spezielles Element, jetzt, das ganz wichtig ist, ist diese Geschichte mit dieser Mind Control oder diese Programmierung. Das ist so ein wesentlicher Glaubensinhalt. Also diese Leute glauben, dass diese Satanisten oder die Anhänger dieser Ideen die Opfer mit so bestimmten hochentwickelten psychologischen
Vorgehensweisen, die man aber nicht genau weiß, wie die funktionieren, so programmieren könnten. Also dass sie quasi so das Hirn so programmieren könnten, dass sie auf bestimmte Triggerreize, typischerweise so Triggerwörter, dann quasi wie Roboter zum Beispiel irgendwo hingehen und dann dort eben misshandelt oder missbraucht werden, oder dass sie auch sich dann den Therapien entziehen oder dass sie vordergründig mitmachen, aber andere Persönlichkeitsanteile würden dann nicht mitmachen, und diese anderen Persönlichkeitsanteile wären dann die, die eben unter dieser Macht von diesen Programmierern stehen würden. Das ist auch eng verknüpft eben mit dieser Diagnose dann der dissoziativen Identitätsstörung, die Sie vielleicht schon gehört haben. Das ist eben auch so ein charakteristisches Element. Und diese Diagnose gibt es wahrscheinlich oder vielleicht, oder es gibt diese Störungsbilder. Das ist ein sehr sonderbares Störungsbild, das eben auch dann kompatibel ist mit dieser Vorstellung von dieser Mind Control. Also das kann man dann gut unter einen Hut bringen, weil man dann diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile so sich vorstellen kann, dass die eben unter der Macht dann der verschiedenen Steuerer oder dieser Drahtzieher stehen würden. Es gibt auch Satanisten, die haben so Zahlenmagie natürlich, und da gibt es so bestimmte Daten oder so kalendarische Daten, an denen dann diese Rituale stattfinden würden. Das bedeutet eben dann, dass an diesen Daten, an diesen speziellen Zahlen dann besonders eben die Therapeuten auf die Opfer aufpassen müssen, die schützen müssen und so weiter. Man kann generell sagen, dass diese Therapeuten und Therapeutinnen, die an diese Ideen glauben, sich in der Rolle sehen derjenigen, die diese Opfer schützen müssen oder bewahren müssen vor diesem Missbrauch oder aus den Fängen auch dieser Satanisten eben befreien müssten. Also es ist so ein Kampf dann in dieser Vorstellung oder zwischen den Guten und den Bösen, und das ist auch so ein Kampf, der eben mit verschiedenen Mitteln geführt wird. Oft wird die Familie der betroffenen Opfer verdächtigt, eben an diesen satanistischen Ritualen teilzunehmen. Deshalb bedeutet die Behandlung durch diese Therapeuten oft, dass die Opfer sich dann von den Familien abwenden. Also bedeutet oft, dass es zur Spaltung der Familien kommt. Das wiederum sehen dann diese Therapeuten als therapeutischen Erfolg natürlich, weil sie so dann eben die Opfer schützen sich so dann eben durch die Distanzierung von der weiteren Misshandlung durch die Familien. Das ist natürlich besonders unsympathisch oder unangenehm, oder das führt natürlich zum Auseinanderfallen von Familien. Und das zeigt ja das Beispiel eben von Frau Hacker, und es gibt einige andere Beispiele, die auch in der Öffentlichkeit schon dargestellt wurden. Die Therapeutinnen und Therapeutinnen machen große Anstrengungen, um diese Patienten ihnen zu schützen. Unter anderem hat man das dann eben so deklariert, dass sie in den Kliniken geschützt werden müssen und deshalb dort dann zum Teil eben auch gegen den Willen festgehalten wurden, vor allem an diesen Triggertagen auch, damit sie eben nicht von den Tätern missbraucht würden. Sie haben auch Organisationen gegründet, so Vereine, die dazu dienen, eben den Opfern zu helfen. Unter anderem auch, indem so organisiert wird, dass diese Opfer ins Ausland gebracht werden können, möglichst weit weg, eben also ganz intensive Bemühungen, um diese Opfer zu schützen. Die Organisationen, die dann eben diese Ideen vertreten, misstrauen auch der Polizei und der Justiz oder glauben eben, dass die Polizei und die Justiz zum Teil eben auch unter der Decke steckt mit den Tätern, und insofern eben muss man das separat organisieren. Nun, ich habe den Eindruck gehabt, dass in den letzten ein, zwei Jahren, gerade auch durch diese mediale Berichterstattung, einige dieser Kreise bewusst, glaube ich, diese Dinge ein bisschen zurückgenommen haben. Also, dass man diese satanistischen, oder das ist ja besonders irgendwie lächerlich in gewisser Weise, mit Blut trinken und so, dass sie das ein bisschen abschwächen und diese Geschichten nicht mehr so propagieren. Ob sie das nicht mehr glauben, weiß ich nicht genau, aber insofern reduziert sich oder, würde ich sagen, vereinfacht sich
diese Glaubensinhalte auf einen ein bisschen schmaleren Kern, der aber immer noch recht sonderbar ist. Das Besondere ist, die Täter verfügten nach der Meinung dieser Therapeuten über psychologisches Spezialwissen, vor allem eben zu Trauma und Dissoziation. Also das sind hochgebildete Spezialisten mit speziellen Fähigkeiten und speziellen Erkenntnissen auch, die sie befähigen, um diese Opfer ganz gezielt zu beeinflussen, vor allem auch in dieser Weise, dass sie bei diesen Opfern diese dissoziative Identitätsstörung gezielt induzieren können. Also dass sie das bewusst so induzieren, damit sie eben dann über diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile diese Opfer steuern können. Also eine gigantische psychochirurgische Interventionstechnik, nicht chirurgisch, aber einfach mit so spezifischen Techniken, die aber nirgendwo genauer beschrieben werden, wie das genau gehen soll, versuchen die diese Opfer so zu manipulieren. Das beginnt eben schon in der Kindheit, beziehungsweise schon im Säuglingsalter oder teilweise schon auch vorgeburtlich wird das vorgespurt, dass man diese dissoziative Identitätsstörung eben dann induzieren kann. Das ist so ein Leitfaden, der verfügbar ist im Internet, wo diese Techniken beschrieben werden oder diese Ideen beschrieben werden. Es wird hier auch von einem Typ 3 Trauma gesprochen. Das ist aber eine Begrifflichkeit, die sonst in der Wissenschaft nicht gebräuchlich ist. Das heißt, es wird auch so ein Stück weit eine eigene Terminologie auch verwendet. Das ist nicht so schlimm vielleicht, aber für mich ist ein Hinweis dafür, dass diese Leute natürlich versuchen, dem so einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Also sie versuchen, das verhältnismäßig seriös darzustellen und geben sich recht viel Mühe, auch durch diese Publikationen, das verhältnismäßig seriös darzustellen, so dass das eine gewisse Glaubwürdigkeit bekommt. Eben der Satanismus, dieser Begriff, wird dann zum Teil vermieden, beziehungsweise auch, habe auch eben mit einzelnen solchen Therapeuten dann gesprochen, die bestreiten, dass sie diese Begriffe verwenden und sie kennen das nicht, das ist eine Unterstellung. Und ich glaube eben, dass das so diese ja, ein bisschen die Vorsicht ist, die zugenommen hat und indem sie eigentlich sich darauf beschränken, von organisierter Gewalt zu sprechen. Der Begriff, der oft jetzt kommt, ist der Begriff der organisierten Gewalt. Das ist, finde ich, so ein Kennzeichen. Also da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn dieser Begriff auftaucht. Nach wie vor bleiben sie bei der Vorstellung, dass die Täter sehr gut vernetzt sind, die sind total anonym, man findet nie heraus, wer das ist, man ist manchmal nahe dran, aber verschwinden sie gerade um die Ecke. Und wenn man glaubt, man hat jetzt jemanden erwischt, dann ist es gerade weg und der Schwefelgeruch noch in der Luft vielleicht. So ist mir vorgekommen, in diesen Berichten zum Teil hat man gelesen, dass die Therapeuten fantasieren, dass die Täter um die Klinik herumkurven mit Autos und da muss man irgendwie schauen, kann man das Kennzeichen finden, sehen, aber gerade knapp entwischt, hat man gerade nicht festgestellt. Besonders schlau sind diese Täter auch mit der Handhabung von den digitalen Informationstechnologien. Also die können über Handys natürlich alles manipulieren bei den Opfern. Die überwachen natürlich von A bis Z die Opfer. Sie können auch so natürlich die Therapien ständig monitorisieren. Und wenn diese Opfer in den Therapien etwas Falsches sagen oder so, dann können sie nachher das wieder sanktionieren. Also es ist ein auswegloser Teufelskreis, in dem die Opfer vermeintlich drinstecken, weil die Täter überwachen sie, vor allem über die Handy, über moderne Kommunikationstechnologien. Das hat unter anderem dazu geführt, dass auch so ein spezielles Merkmal dann, dass in einzelnen Kliniken hat man sehr viel Wert darauf gelegt, die Handys abzunehmen. Den Opfern, den Patientinnen, die Handys abzunehmen. Handy kann man schon abnehmen, aber eigentlich sollte man das nicht. Oder für viele ist das ein Mittel, eben Kontakt zu haben mit den Angehörigen und so weiter. Das ist nicht etwas Schlechtes. Natürlich gibt es Missbrauchsmöglichkeiten, aber normalerweise nehmen wir in den Kliniken ja den Patientinnen die Handys nicht ab.
Also die Täter haben auch Spezialwissen über Polizeiarbeit, über Forensik, Ermittlungsmethoden, auch über so Spurensicherung und so weiter. Und weil sie dieses Spezialwissen haben, können sie sich eben der Strafverfolgung entziehen. Und das ist der Grund, warum man eben nie handfeste Beweise findet. Es gibt nie die Möglichkeit, die Leute wirklich zu erwischen und Spuren zu sichern, sondern sie entwischen immer gleich. In diesem Kontext, das ist ein bisschen eine andere Ebene jetzt, gibt es auch Selbsthilfeorganisationen. Das ist ein spezieller Bereich, den ich ein bisschen weniger sarkastisch kommentieren möchte, weil das Betroffene sind. Und es gibt vor allem den Verein CARA, zu dem sich Betroffene zusammengeschlossen haben. Insofern Selbsthilfe finde ich immer gut und wichtig, weil das ist auch Empowerment von Patienten, Patientinnen. Jetzt bei diesem Verein ist einfach speziell, dass dieser Verein sehr eng verknüpft ist, dann doch wieder mit diesen Therapeuten und Therapeutinnen. Und es gab immer wieder auch Fortbildungsveranstaltungen, die von Fachpersonen veranstaltet wurden, wo dann Vertreterinnen dieses Vereins aufgetreten sind als Betroffene und sich dann so darstellen, eben mit dieser dissoziativen Identitätsstörung. Und insofern gibt es doch eine ungute Verquickung eben dann von diesem Selbsthilfegedanken wieder mit diesen Fachpersonen. Also diese Fortbildungsveranstaltungen, eben, wo Betroffene aufgetreten sind und von ihren Erfahrungen berichten und so dann diese Erfahrungsberichte da zum Besten geben, das ist etwas, was mich immer ein bisschen seltsam berührt hat, auch schon, weil man nie recht wusste, ob die Leute sich irgendwie bloßstellen oder entblößen, ohne dass sie das eigentlich so möchten oder ob das eigentlich in ihrem Interesse ist wirklich. Aber dass solche Veranstaltungen hat es gegeben. Man kann auch beobachten, dass in Weiterbildungsinstituten zum Teil durchaus mit intakter Reputation oder wo man so denkt, ja, die kennt man ja und so, der ist nicht so schlimm und so, dass dort zunehmend einzelne Personen sich besonders intensiv beschäftigen mit der dissoziativen Identitätsstörung und sich dann eben sehr stark mit diesen Themen auseinandersetzen und dazu dann Fortbildungen veranstalten, Supervisionen und so weiter. Das Thema Opferhilfe, Opferschutz ist ganz weit vorne dann. Das ist ja nichts Schlechtes eigentlich, das ist ja sehr wichtig. Opferhilfe, da hat man sehr viel gemacht in den letzten Jahren. Es gab diese Tagung letztes Jahr, eigentlich so, wenn man es so sieht, auf den ersten Blick denkt man, das ist ja top seriös, oder? Das ist ja Opferbelange, oder? Schweizerische Konferenz für Opferbelange. Wenn Sie auf diese Homepage gehen von dieser Konferenz, dann fällt irgendwie auf, dass es total anonym ist und man kann überhaupt niemanden erkennen, der dahinter steckt. Keine Person. Man findet niemanden und man denkt, was ist denn das für ein Club oder was? Wer macht denn das? Oder warum kann man nicht die Namen sehen und so? An dieser Tagung waren einige Referenten, die ganz normale Leute sind, auch sehr renommierte Personen, zum Beispiel Markus Landolt, das darf ich sagen, ich bin indirekt verwandt mit ihm. Das ist ein führender Kindertraumatologe. Ich habe ihn gefragt, hast du gewusst, wo du hingehst bei dieser Tag? Und hat er gesagt, ja, er hat es nicht genau gewusst, er wurde von einem Kollegen eingeladen, er ist nur zu seinem Vortrag gekommen und wieder gegangen. Und ich denke, das ist nicht ein Verbrechen, eine solche Konferenz durchzuführen, aber es ist ein Hinweis darauf, dass diese Leute versuchen, mit einer Kombination mit renommierten Personen auch wiederum den Anschein von Seriosität sich zu geben. Und ob man das jetzt beunruhigend finden muss, dass sie sich da so einschleichen, weiß ich nicht so recht, aber ich möchte auch nicht zu paranoid jetzt das darstellen, aber es sieht auf jeden Fall so aus, dass man versucht, eben in renommierten, etablierten Instituten auch diese Theorien reinzubringen. Es gab diese Tagung, das war 2018, Impulstagung, rituelle Gewalt,
eine respektable Veranstaltung damals. Heute würde man das sicher kritischer sehen. Es gibt auch Institute, eben, die im Rahmen ihrer normalen Curricula diese Themen sehr stark betonen oder spezielle Module dann über Dissoziation und über Extremtraumatisierung. Und insofern, glaube ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein oder überlegen, was passiert in diesen Kreisen, in diesen Organisationen, woher kommen diese Leute, was vertreten sie für Ideen. So entstehen Kreise. Ich würde nicht sagen von Anfang an, dass das geschlossene Kreise sind, oder ich würde eben auch nicht zu paranoid jetzt das als konspirativ irgendwie charakterisieren, aber da treffen sich einfach Leute, die sich dann einig sind, die sich gegenseitig bestärken, verstärken, die vor allem auch dann die mit diesen Supervisionsgruppen, also die geschlossenen Supervisionsgruppen, die dann diese Fälle so supervidieren, eben mit diesen Ideen. So wird dieses Gedankengut, denke ich, weiter verbreitet und es entsteht dann auch eben diese Begrifflichkeit und man ist sich dann einig. Diese Kreise kommunizieren gegen außen jetzt immer vorsichtiger, fällt mir auf, oder es werden auch dann rasch, wird mit Anwalt gedroht und so, und das merkt man eben, dass da schon auch eine gewisse Spannung drinsteckt. Und man merkt, dass die Leute sich bewusst sind vielleicht, dass man ihnen da auf die Finger schaut. Man hat auch bemerkt, dass eben Webseiteninhalte abgeschwächt wurden, geändert wurden, bestimmte Verbindungen wurden gekappt, dass man das nicht erkennt. Also das bedeutet, dass es doch einen gewissen Rückzug in die Verborgenheit gibt und das ist immer ein bisschen unheimlich dann. Und so kann man sagen, dass eigentlich diese Anhänger von dieser Idee, die ja diese geheimen Verschwörungen bekämpfen wollen, eigentlich selber mittlerweile so ein bisschen ein Geheimbund werden. Und ich sage das aber auch mit einem gewissen Lächeln jetzt, weil ich eben auch davor warnen möchte, dass man das jetzt einfach umkehrt und quasi jetzt eine Hexenjagd auf diese vermeintlichen üblen Therapeuten veranstaltet. Ich glaube, es geht mehr darum, auch diese Leute vielleicht ein bisschen runterzuholen oder ein bisschen ja, zu belehren, ich weiß nicht, also mit gewissen kritischen Fragen auch zu konfrontieren, damit sie ihre Praktiken überdenken oder auch überlegen, was sie machen. Was sind denn die Fakten jetzt zu diesen ganzen Geschehnissen, oder was kann man denn sagen über Satanismus, über rituelle Gewalt, was passiert denn da wirklich? Ich möchte auch eben sehr betonen, dass selbstverständlich leider sexueller Missbrauch von Kindern, von Frauen, von anderen Menschen, vor allem vulnerable Gruppen, dass das recht häufig ist. Leider ist es ein großes Problem für die Gesellschaft, für die Zivilisation, für die Kultur. Oft sind schwerwiegende psychische Probleme die Folge davon. Wir in der Psychiatrie und Psychotherapie sehen sehr oft solche Menschen natürlich, die leiden unter Traumatisierungen, die sie erlebt haben. Also ein großer Teil von den Menschen, die wir behandeln, haben solche Erlebnisse in ihrer Lebensgeschichte. Ich betone das deshalb ganz besonders, weil natürlich immer dann wieder unterstellt wird, es geht darum, eben diese Realität der Traumatisierung zu negieren oder zu sagen, das stimmt gar nicht, das ist alles erfunden und so. Das ist überhaupt nicht so, sondern es ist wirklich sehr real. Es gibt auch Menschenhandel, es gibt auch Zwangsprostitution, es gibt illegale Pornografie und so weiter. Es gibt tatsächlich natürlich diese Missbrauchszirkel, das hat man auch aufgedeckt. Diese Dinge geschehen auch im Versteckten. Sie werden tabuisiert, sie werden verschwiegen. Und es ist so, ich sage jetzt mal, früher hat man den Opfern nicht geglaubt, heute ist das sicher weniger, aber ich denke, das stimmt tatsächlich, dass man lange Zeit eben die Tatsache der Traumatisierung negiert hat. Aber, was ich besonders hervorheben möchte, diese Verbrechen geschehen trotzdem im Rahmen der normalen menschlichen Beziehungsnetze, sie unterliegen den üblichen sozialen Gesetzmäßigkeiten, das heißt, sie werden eigentlich normalerweise erinnert,
Also diese, es gibt schon die Dissoziation und die verschütteten Erinnerungen und so, aber das sind eher die Ausnahmen. Normalerweise werden sie erinnert. Man kann darüber sprechen, es gibt auch Zeugen, es gibt Mitwisser, es gibt Spuren, es gibt objektive Beweise. Also normalerweise ist es nicht so, dass man solche Verbrechen niemals aufdecken kann und dass man niemals die geringste Spur findet. Das ist nicht so, sondern man kann solche Verbrechen aufdecken und das findet auch statt. Es gibt keine Beweise dafür, dass man Dissoziationen gezielt induzieren kann. Diese Geschichte mit der Mind Control und so, das ist ein reiner Mythos. Es gibt keine Beweise dafür, keine Belege dafür, dass so etwas möglich ist oder dass das geschehen kann. Das ist ein Mythos, es ist aus meiner Sicht ein Irrglaube, der eigentlich dem ähnelt, was in früheren Zeiten so Spiritisten oder auch so Parapsychologen oder auch Ufologen und so, die haben auch solche Ideen gehabt oder haben auch immer noch, oder dass man so mit solchen Psychotechniken irgendwie die Leute beeinflussen kann. Insofern ist das wirklich ein Irrglaube. Es gibt keine nachgewiesenen Fälle, wo wirklich Säuglinge geopfert wurden oder Kinder zu Mordtaten angestiftet wurden, satanistische Rituale durchgeführt. Und es gibt auch relativ breite Untersuchungen darüber, ob es solche Verbrechen gegeben haben könnte. Insbesondere eben, weil es bereits eine Vorläuferwelle gab. Das ist auch jetzt immer wieder betont worden. Es gab in den 80er Jahren in den USA eben eine solche Welle, wo genau dieses Thema aufgepoppt ist, aufgeschwappt ist. Und zwar ausgehend von einem Buch, Michelle Remembers heißt dieses Buch, das ist ein kanadischer Autor, ein Psychiater, Lawrence Pazzer, der hat eine Therapie mit Michelle Smith durchgeführt, hat sie später dann geheiratet, das sagt schon alles. Also er hat bei ihr dann angeblich eben diese Erinnerungen aufgedeckt und so weiter, und das war dieses Buch, das in den 1980 erschienen ist, mit diesem reißerischen Cover, mit diesem Satan, mit diesem grinsenden Satan hier oben da, ein Knüller natürlich, dieses Buch, das hat sehr viel Aufsehen erregt. Man hat dann in der Folge ebenso eine Welle gehabt mit diesen ähnlichen Geschichten, die dann erzählt wurden, und es seien über 12.000 Fälle aufgetaucht, wo auch Anklagen dann erhoben wurden, und die Behörden haben diese Fälle untersucht. Es gab zahlreiche polizeiliche forensische Untersuchungen im Verlauf der folgenden Jahre. Es konnte in keinem einzigen Fall der Nachweis erbracht werden, dass so etwas passiert ist. Also es war so eine Hysteriewelle, kann man sagen, die da über die USA geschwappt ist, ohne dass irgendetwas nachgewiesen werden konnte. Ist dann auch in den 90er Jahren wieder verschwunden eigentlich, diese Satanic Panic, oder hat dann wieder an Bedeutung verloren. Allerdings ist er nicht ganz verschwunden, oder Sie kennen auch diese Geschichte, eben diese obskure QAnon-Gruppe, oder die ja auch immer noch behauptet, dass vor allem Hillary Clinton, oder, hat er in dieser Pizzeria in Washington einen Kinderpornografie-Ring im Keller oder so irgendwie betrieben. Also das wird auch immer noch kolportiert, aber das ist auch ein reiner Mythos. Aber das zeigt, dass einfach diese Ideen faszinieren einige Leute, und sie halten an diesen Ideen fest, oder sind so Dinge, so Sex and Crime, oder das die Leute wirklich fasziniert. Ich habe deshalb auch versucht, ein bisschen weiter noch auszuholen oder zu überlegen, woher kommt denn das oder wie kann man denn so etwas glauben? Und es ist so, dass bereits in früheren Zeiten, also im Mittelalter, hat man so unter dem Begriff eben vielleicht der moralischen Panik, oder hat man viele solche Wellen auch schon erlebt. Es ist vor allem durch so eine gewisse moralische Empörung über Sachen, die eben so gerüchteweise verbreitet wurden, dass man zum Beispiel Säuglinge getötet hat, Kannibalismus, sexuelle Ausschweifungen, und so gab es zu verschiedenen Phasen, und verschiedene Gruppen von Menschen wurden damals beschuldigt, und Sie ahnen schon, wovon ich spreche, natürlich von der Hexenverfolgung, aber auch
Also dass so Massenhysterien eigentlich immer wieder auch über bestimmte Weltgegenden hereingebrochen sind. Das ist ein besonderes Element, das mir auch jetzt bei der Untersuchung in der einen Klinik ein bisschen so vorgekommen ist, oder? Dass es hat manchmal einen Charakter von Massenhysterie. Also dass auch so, wenn so mehrere Personen, jetzt auch Betroffene, zusammen sind, die das erlebt haben, dann kann es sich so hochschaukeln. Und es gibt dann wirklich diese Elemente der Massenhysterie, nämlich dieses gemeinsame Glauben an das und das ganze Umfeld glaubt an das, man steigert sich in das hinein und kommt in so einen Furor dann. Und das ist auch eben, glaube ich, in Ansätzen bei diesen Fällen auch in der Schweiz jetzt so aufgetreten. Diese Massenpaniken dienen natürlich dazu, bestimmte unerklärliche, unheimliche Dinge zu erklären, die man sonst nicht verstehen kann oder die die Leute beunruhigt haben. Das waren in früheren Zeiten vor allem so Sachen wie Klimaveränderung, ist auch heute wieder aktuell natürlich, Klimaveränderung, Missernten, Hungersnöte, Seuchen, die Seuchenzüge, Kriege auch. Damals haben die Leute auch immer schon natürlich das Werk des Teufels dahinter gesehen. Also das war im Mittelalter natürlich sehr verbreitet, dieser Glaube, oder dass der Böse, der Teufel, der Satan, Luzifer, der Antichrist und so, dass der dahinter steckt. Und der verführt die Menschen natürlich zu ganz bösen Taten. Und das sind sehr einfache, naheliegende Erklärungsmuster, die sehr oft funktionieren und die Leute mitreißen. Also dass man das dann so einem Teufel eben zuschreibt. Und je nachdem, oder waren ja die Juden, ich würde sagen, eigentlich auch viele Elemente des Antisemitismus. Also den Juden hat man immer auch vorgeworfen, dass sie Säuglinge ermorden würden. Das sind so Elemente, die auch im Antisemitismus typisch sind oder die dort auftauchen. Man hat Hexen verfolgt, andere Abweichler, Täufer, Ketzer, Homosexuelle wurden typischerweise eben verdächtigt, mit dem Teufel zu paktieren, also irgendwie mit dem Teufel im Bunde zu sein. Vor allem bei den Hexen, oder, hat man ja auch gesagt, sie haben Geschlechtsverkehr mit dem Teufel. Also das ist vor allem hier dann auch, erscheint mir speziell dieses sexuelle Motiv, das in der Hexenverfolgung oft auch eine Rolle gespielt hat. Und auch, man kann sich fragen, warum hat man Frauen verfolgt, also die Hexen, warum hat man nur die Frauen verfolgt und nicht die Männer, oder? Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass irgendwie die Kontrolle über die weibliche Sexualität irgendwie zu erhalten und die Fantasien darüber, was die hinter der weiblichen Sexualität steckt. Also die Hexenverfolger glaubten auf jeden Fall, dass die Hexen eben so Orgien feierten mit dem Teufel. Es gibt auch diese Darstellungen, also dass eben der Teufel die braven Jungfrauen da verfolgt und gefährdet und so weiter und dass sie dann eben beim Hexensabbat solche Orgien feiern. Deshalb muss man sich ja die Frage stellen, was ist denn der Kontext heute? Wir haben ja heute jetzt nicht so, ja, Klimaveränderung haben wir auch, aber sonst haben wir ja nicht so unerklärliche Dinge. Aber ich glaube, die Menschen, die an so etwas glauben, sie nehmen ein Stück weit etwas auf, was eben typische, so uralte Verschwörungstheorien immer schon beinhaltet haben. Es geht darum, etwas Unheimliches zu verstehen und irgendwie einzuordnen. Man braucht eine Erklärung für etwas Ungeheuerliches. Und ich würde sagen, die meisten, nach meiner Einschätzung, die eben diesen Theorien dann anhängen, sind a priori nicht böse, schlimme Leute, sondern sind im Gegenteil eigentlich sehr engagierte Leute, die diese Geschichten, die sie hören von ihren Patientinnen, irgendwie nicht einordnen können, also diese Missbrauchsgeschichten. Und es ist tatsächlich so, dass wir Patientinnen sehen natürlich, die sehr schlimme, verwirrende Geschichten erzählen über Missbrauch, über Übergriffe, über Misshandlungen, über Traumata. Und um dieses Durcheinander irgendwie einzuordnen und zu verstehen, was ist denn mit diesen Frauen los, sind meistens Frauen mit diesen Patientinnen los,
sucht man nach einer Erklärung. Und ich denke, aus diesem Durcheinander heraus ist vielleicht in manchen Fällen eben doch auch so eine Verschwörungstheorie ein sehr dankbares Erklärungsmuster, das mir vor allem auch hilft, als Therapeut eben die Ohnmacht abzuwehren. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Element. Oder als Therapeut gegenüber solchen Geschichten fühlt man sich oft ohnmächtig. Und ich muss irgendwie eine emotionale Balance finden, wie ich die Ohnmacht abwehren kann. Und ich kann die Ohnmacht eben abwehren, das ist aber, würde ich jetzt, ich spreche jetzt ein bisschen als Fachmann, ist natürlich dysfunktional, oder weil ich mich in eine, ja, so in eine Gegenbewegung stürze, natürlich, und das ist eben die Allmachtsfantasie. Und das ist dann typisch eben, das ist auch noch das Element der Massenhysterie, aber dass man das Gefühl der Ohnmacht abwehren kann, ganz typisch eben in der Verschwörungstheorie. Wenn ich der Verschwörungstheorie anhänge, habe ich plötzlich glasklare Erklärungen. Und unerklärliche Dinge fügen sich plötzlich für mich total erklärbar zusammen. Alles macht Sinn. Das ist der Witz, oder deshalb sind die Verschwörungstheorien so attraktiv, weil die ganze Ambivalenz, die Unerklärlichkeit, die Verwirrung reduziert sich auf einen Schlag und es ist alles klar. Es leuchtet mir sofort ein. Ja, logisch, deshalb kann man es nicht richtig aufdecken, weil besonders raffinierte Täter dahinter stecken. Die Protagonisten, die man hier gesehen hat, auch im Beitrag eben von Herrn Rehmann, die sagen, ich kann an bestimmten Details am Verhalten der Patientin, kann ich das erkennen, dass da eine Dissoziation dahinter steckt oder dass eben so eine Geschichte dahinter steckt. Und das ist ja das Spezialwissen eben des Anhängers der Verschwörungstheorie. Oder die Verschwörungstheorie hat ein spezielles Wissen, das ihm ermöglicht, die Dinge zu durchschauen, die der andere nicht durchschaut. Und das gibt auch das Erhabenheitsgefühl. Also ich habe ein spezielles Wissen, das mir ermöglicht, diesen Patientinnen zu helfen, denen alle anderen nicht helfen können. Das ist der Vorteil und das macht das auch attraktiv. Und ich glaube, das sind auch eben Elemente, die dazu führen, dass Therapeuten, Therapeutinnen, die vielleicht eben unsicher sind, sich von solchen Ideen anstecken lassen. Und deshalb ist es so, dass nach meiner Meinung oder soweit ich das in meinen Untersuchungen feststellen konnte, diese Therapeuten in der Regel unsichere, und ich sage es halt, schlechte Therapeuten sind, das ist schlechte Therapeuten eigentlich, die nicht weiterkommen oder nicht weitergekommen sind und dann mit diesem, sich eben dieser Theorie anzuhängen, plötzlich glaubten, eine Klarheit zu haben. Und dann auch zum Teil, würde ich sagen, nicht mehr gesehen haben, dass diese Therapien, die sie dann ausgehend von dieser Vorstellung durchgeführt haben, dann nicht erfolgreich waren eigentlich und nicht zielführend waren, sondern eigentlich im Gegenteil zu einer Aufrechterhaltung dieser Störung geführt haben. Also eigentlich sind das fachlich überforderte Therapeuten, Therapeutinnen, würde ich sagen, die mit solchen Patienten überfordert sind eigentlich. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann sollten sie diese nicht behandeln, aber man ist dann eben schon in der Behandlung drin, oder? Und das sind auch Patientinnen, die haben ein hohes, sage ich mal, so ein Potenzial, eben auch einen Therapeuten reinzuziehen, oder? Das ist auch verlockend, es gibt auch schnell eine Abhängigkeit, das ist auch etwas, was fachlich anspruchsvoll ist natürlich, die Abhängigkeit sinnvoll zu handhaben, dass ich nicht die Abhängigkeit ausnütze. Das sind auch eben wieder Themen für die Ausbildung und ich denke, da steckt eben letztlich eine ungenügende Ausbildung dahinter. Das könnte man so als Fazit sagen oder auch als Gegenmittel gegen diese Probleme wäre eine Ausbildungsoffensive oder eine Verbesserung, eine vertiefte Ausbildung, verbesserte Supervision. Sicher ein Element, das auch eine Rolle spielt, ist halt einfach diese Geheimtheorien oder Sex and Crime und diese, das sind so Elemente, die, warum lesen viele Leute Krimis oder warum schaut man solche Fernsehserien, weil halt so das Unheimliche, das Spezielle, das hat eine Attraktivität und ich denke, das ist eben auch bei diesen Verschwörungstheorien sind das so typische Elemente, die verlockend sind für die Menschen, sich da reinzubegeben.
Ich denke, es gibt keine gesicherten Erkenntnisse darüber oder niemand hat das bisher erforscht oder was sind denn das für Leute oder für Menschen, und ich möchte mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich möchte aber auch nochmals wirklich betonen, das sind nach meiner Meinung nicht bösartige Verschwörer oder irgendwie also maligne Täter, sondern das sind eigentlich primär sehr engagierte Menschen, die oft aus so einem hyperreligiösen Umfeld vielleicht auch kommen, die besonders hohe moralische Ansprüche haben und besonders schwierig auch oder schlecht umgehen können mit dieser furchtbaren Realität dieser sexuellen Missbrauchsgeschichten. Also die das besonders verwerflich finden und deshalb mit einem besonderen Furor eben dagegen ankämpfen, mit einem besonderen Engagement und deshalb sich dann auch verlieren vielleicht in diesem Überengagement. Und ich finde auch, dass ein Stück weit auch spürbar wird oder sichtbar wird, eigentlich eine gewisse Naivität auch darüber, was zwischen Menschen passieren kann. Oder ich würde sagen, das ist ja eine naive Vorstellung. Es gibt normales Zusammenleben, tolle Familien, freundliche, lustige Leute auf der einen Seite, auf der anderen Seite dramatischen, brutalen Missbrauch. Ich glaube, die menschliche Realität ist viel komplexer und viel komplizierter und gerade auch Abhängigkeitsbeziehungen, emotionale Beziehungen und auch Sexualität erzeugt eine Gemengelage von komplizierten Mustern von Abhängigkeit. Und ja, ist das also auch heute wieder die Frage wegen Ja ist Ja oder Nein ist Nein. Was, das ist ja hoch ambivalent, oder? Sexualität, wie entsteht Sexualität? Ist das gewünscht, ist es nicht gewünscht? Und in diesem Spannungsfeld entstehen diese Konstellationen, aus denen die Patientinnen dann zu uns kommen und sagen, da ist etwas passiert, was nicht gut war für mich. Und das ist etwas, was man ernst nehmen muss als Therapeut. Und das erfordert auch vielleicht eine Behandlung. Aber dass man dann hingeht und sagt, das ist ein furchtbarer Missbrauch, der von bösartigsten Tätern mit dir durchgeführt wurde und so, greift auch zu kurz oder ist zu plakativ beziehungsweise zu dichotom, oder dass man zu scharf einfach das so trennt in schwarz-weiß und sagt, es gibt ganz bösartigen Missbrauch und auf der anderen Seite ganz normales menschliches Zusammenleben. Nun, was sind denn die Probleme davon oder was ist das Fazit daraus oder was muss man da berücksichtigen oder was sind auch die Punkte, die man kritisieren muss? Ich finde, ohne die Realität des sexuellen Missbrauchs, auch des organisierten Missbrauchs zu verharmlosen, finde ich doch, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein und ich finde, man sollte nicht zu stark sich einschüchtern lassen von diesen spektakulären Fällen, es ist gerade auch als Therapeut, ich denke, es gibt solche Fälle, aber es ist nicht der Normalfall. Also die ganzen Auflistungen von diesen Räubergeschichten, von diesen Fällen, die es da gab in Deutschland und in England mit diesen Missbrauchskreisen und so, das ist spannend zu lesen und so. Das kann ich auch mit roten Ohren lesen, aber meine Patientinnen und Patientinnen kommen vielleicht nicht gerade aus diesen Welten, oder? Und sie sind nicht überall gerade so und alle mit den gleichen Geschichten konfrontiert. Also insofern scheint mir das ein bisschen übertrieben oder diese Akribie, mit der sich diese Protagonisten mit diesen Fällen beschäftigen und diese ganzen kriminalistischen Berichte da lesen und verinnerlichen und versuchen zu fantasieren, wie das alles gehen könnte. Insofern habe ich den Eindruck gehabt, dass diese Menschen obsessiv eigentlich um diese Geschichten herum studieren und irgendwo dann überall nur noch sofort diesen massiven sexuellen organisierten Missbrauch sehen. Ich finde, es ist eine Übertreibung oder es ist eine übersteigerte Wahrnehmung. Es ist eine obsessive Beschäftigung mit etwas, was es zwar gibt, aber was im therapeutischen Alltag so vielleicht nicht so häufig ist. In diesem Sinne werden auch die Täter überhöht eigentlich und dämonisiert oder diese Täter, die da fantasiert werden. Diese hochraffinierten Organisationen mit diesen Kommunikationstechnologien, man sieht die ja nie, man weiß nicht, was das für Leute sind.
die Realität ist viel banaler, oder? Die meisten Täter oder die Leute, die sexuelle Übergriffe machen, sind hundsgewöhnliche Leute, es sind ganz normale, kluge, dumme, reiche, arme, ganz normale Leute. Es sind nicht so hochspezialisierte irgendwie so Psychochirurgen, die irgendwie die Leute so in dissoziative Identitätsstörungen bringen können. Also insofern ist das auch eine Überhöhung, eine Dämonisierung oder von Tätern, und das entspricht auch nicht der Realität. Und in der Behandlung ist es auch nicht nützlich, wenn ich mit Patientinnen über Missbräuche spreche, wenn ich Täter fantasiere als so komische Fantasiemenschen, die es in der Realität gar nicht gibt. Das, was ich vorher schon gesagt habe, ist beunruhigend, dass diese Gruppen versuchen, in die etablierten Kreise hineinzukommen. Jetzt könnte man sagen, durch diese Berichterstattung hat man an verschiedenen Orten das aufgedeckt und zum Glück gerade nochmal abgewendet. Ob dadurch alles gelöst ist und bereinigt ist und ob die Institutionen jetzt alle gesäubert sind und so, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das muss man sicher im Auge behalten. Wiederum möchte ich aber nicht eben die Paranoia schüren und sagen, man muss jetzt überall herumschnüffeln und schauen, ob solche Fälle irgendwo passieren. Ich denke, man hat auf jeden Fall in diesen beiden Fällen, jetzt diese beiden Kliniken, es gab auch eine dritte noch, hat man sicher Führungsmängel natürlich festgestellt, die dazu geführt haben. Also insofern ist eine seriöse, kompetente, fachliche Führung natürlich essentiell. Ich denke, die Fachführung in den Institutionen ist gefordert, hier wirklich genau hinzuschauen und nicht die Augen zu verschließen oder nicht zu weit weg zu sein von der Basis, sondern zu genau hinzuschauen, was passiert an der Basis mit den Patientinnen und Patienten. In der Traumatherapie eben wird sehr viel Fokus jetzt gelegt auf diese Dissoziationen, und die Dissoziationen sind natürlich etwas Spektakuläres, und man bekommt da leuchtende Augen, wenn man mit Therapeuten spricht über Dissoziation und so. Ich finde, Dissoziation ist etwas Schlimmes, eigentlich ein schwerwiegendes Symptom, und das ist nicht etwas, was man als Therapeut, Es gehört halt dazu, aber es ist nicht etwas, was man mit Freude irgendwie begrüßen soll. Und das ist auch, glaube ich, eben eine Schwierigkeit natürlich durch unbewusste Vorgänge auch. Oder dass Therapeuten das fördern, indem sie das unbewusst zu stark fokussieren. Das ist auch wieder eine Schwierigkeit, die ich auch, wo ich auch empfehlen würde, supervisorisch das gut im Auge zu haben. Oder auch durch die Erfahrung natürlich. Ich sollte nicht Freude haben an der Dissoziation, oder die Dissoziation hervorzurufen, ist nie das Ziel der Behandlung. Das kann vorkommen, aber das ist etwas, was man nicht verstärken sollte, versuchen sollte nicht zu verstärken. Ich finde auch, ohne jetzt in die Details der Behandlung da zu tief einzutreten, also dass man mit diesen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen dann zu arbeiten beginnt und so, das ist mir immer ein bisschen unsympathisch oder unangenehm gewesen, weil ich finde es sehr heikel, dass man nicht zu manipulativ dann vorgeht. Oder das kann man auch wenn man sich das vornimmt, vielleicht kann man das nicht ganz verhindern, dass man doch vielleicht manipulativ das macht. Also man muss da sehr sorgfältig sein. Und ich denke, man muss vor allem die Patientinnen begleiten oder betreuen, dass man sie nicht allein lässt in dieser verwirrenden Welt. Oder? Und insofern finde ich, dass die Therapeuten zu stark in diese Welt eintreten, das hat mir immer Mühe gemacht, weil ich finde, da geht man in eine wirre Welt hinein, aus der es dann keinen Ausweg mehr gibt. Und das war auch mein Eindruck bei diesen Fällen, die ich gesehen habe bei meiner Untersuchung. Und Sie wissen vielleicht, ich werde das nachher nur kurz streifen, einige von diesen Leuten, von diesen Frauen sind gestorben durch Suizid. Ich möchte es nicht eins zu eins jetzt genau dem zuschreiben. Das ist immer ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Aber ich finde, das hat für mich vor allem illustriert, dass diese Personen, diese Frauen wirklich sich in einer ausweglosen Situation gefühlt haben, obwohl sie
praktisch von Tag für Tag therapeutisch betreut waren. Also Tag und Nacht waren sie in therapeutischer in Behandlung, aber das hat sie nicht davor bewahrt, eben sich dann am Schluss zu suizidieren. Ich möchte kurz einen Blick werfen auf diese dissoziative Identitätsstörung. Das wird auch oft dann gefragt, gibt es das dann oder was ist denn das oder ja, muss man das kennen, muss man das wissen? Es heißt auch, wird auch als multiple Persönlichkeit bezeichnet. Das ist eine umstrittene Diagnose, die charakterisiert wird durch das Vorliegen von mindestens zwei oder mehr Identitäten oder Persönlichkeitszuständen, die abrupt auftreten und wechseln. Das ist auch so ein Charakteristikum, dass die dann wie so switchen oder dass von einem springt es dann in den anderen Teil. Diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile seien verknüpft dann mit unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen und Verhaltensweisen auch, können dann mit verschiedener Stimme sprechen und haben eine unterschiedliche Gestik und Mimik und wirken wirklich dann ganz unterschiedlich und angeblich wissen dann diese Persönlichkeitsanteile nichts voneinander, sind komplett unabhängig voneinander und agieren dann unabhängig voneinander. Und man kann dann mit einem dieser Anteile eine therapeutische Vereinbarung abschließen, aber das nützt dann nichts, weil die anderen Anteile wissen davon nichts und halten sich dann nicht dran. Und wenn ich das auch so ein bisschen lustig jetzt bringe, dann merken Sie, das bringt einen therapeutisch in unmögliche Situationen, so etwas. Also das geht irgendwie nicht. Ich finde, das kann man so nicht machen. Also insofern auch würde ich sagen, diese Idee, dass das wirklich abgespaltene Persönlichkeitsanteile sind, die nichts voneinander wissen, passt für mich nicht. Ich finde, es ist eher eine Fragmentierung als eine Auftrennung. Es sind eher so verschiedene Facetten der Persönlichkeit, würde ich sagen. Oder es ist nicht so, dass das getrennte Eigenschaften sind. Es ist ein schwer behinderter Krankheitszustand. Also dissoziative Persönlichkeitsstörung, wenn man das so diagnostizieren würde, ist per Definition eine sehr schwere, sehr behinderte Krankheit. Weil damit kann ich nicht arbeiten und keine vernünftigen Beziehungen haben, das geht ja gar nicht. Insofern, glaube ich, muss man das auch wirklich als eine ernsthafte, schwerwiegende Diagnose verstehen, die man nicht leichtfertig vergeben soll. Und nicht jeder, der ein bisschen unterschiedlich sich manchmal fühlt und verhält, sollte gleich diese Diagnose bekommen. Das, finde ich, muss man sehr zurückhaltend diagnostizieren. Typischerweise ist das eine Folge von schweren Traumatisierungen, das kann man so sagen. Also es ist eine Abwehrstrategie. Was ich besonders wichtig finde, ich würde das mal so formulieren, diese Symptomatik der dissoziativen Persönlichkeitsidentitätsstörung ist, übrigens wie aber alle anderen Symptome auch, nicht unabhängig von den sozialen, kulturellen und interpersonellen Verhältnissen oder anders gesagt, das persönliche Umfeld, die Personen, mit denen ich zu tun habe, wie ich mit den Personen interagiere, beeinflusst die Entstehung von bestimmten Symptomen, beziehungsweise das Symptombild ist nicht losgelöst von der sozialen Interaktion. Oder nochmals anders gesagt, die dissoziative Identitätsstörung wird natürlich verstärkt dadurch, dass therapeutisches Personal oder vielleicht auch andere Personen drumherum diese Störung unterstützen oder unterhalten oder verstärken, das ist ganz klar. Und damit möchte ich nicht sagen, dass diese Störung gewollt oder bewusst induziert wird vom Umfeld. Das ist auch vielleicht der Punkt, oder die Therapeuten, die sich wehren dagegen, dass man ihnen unterstellt, sie würden diese Störung erfinden. Die verstehen das nicht so und es ist nicht so, dass sie das bewusst machen, sondern sie sehen das und erleben das so und für sie stimmt das so. Aber ich denke, sind blinde Flecke dahinter, die Therapeuten dann nicht sehen. Der Schweregrad fluktuiert natürlich auch, aber ich denke, man kann sich das eben so vorstellen, dass das eine Regression ist. Also wenn Patientinnen intensiver in diese dissoziativen Zustände switchen, dann ist das ein schwer dysfunktionales Coping, oder das nicht vielversprechend ist. Die Behandlung sollte auf jeden Fall nicht dazu führen, dass diese Regression verstärkt wird, sondern sollte im Gegenteil eben antiregressiv sein, sollte die stabilen Ich-Anteile stärken, dass diese Patientinnen die
diese Persönlichkeitsanteile reduzieren können. Und was man meistens sieht dann bei diesen Behandlungen, ist ja, dass nach einem halben Jahr sind nicht nur 3 Anteile, sondern sind es dann 5, oder nach einem Jahr sind es dann 20 und dann sind es 150 und dann wird es immer schlimmer. Also von daher glaube ich, ist klar, die Behandlung, die zu mehr, zum Aufdecken von mehr zusätzlichen Persönlichkeitsanteilen führt, ist natürlich nicht sinnvoll. Ich glaube, das leuchtet Ihnen ja ein. Das ist natürlich die schwierigste Frage oder die beklemmendste Frage, was passiert mit diesen Patientinnen oder diesen Menschen, die in diese Behandlungen geraten? Und wie ich eben vorher schon gesagt habe, es gibt Todesfälle. Natürlich sind Todesfälle eben immer multifaktoriell und man kann das nicht so eins zu eins zuschreiben, aber ich glaube, es sind schon tragische Situationen, die da aufgetreten sind, und immerhin kann man sagen, die Behandlungen an diesen Patientinnen, obwohl die sehr, sehr, sehr intensiv waren, diese Behandlungen über längere Zeit, haben diesen Frauen nicht geholfen, kann man zumindest sagen. Die haben für diese Patientinnen nichts gebracht. Einige Patientinnen, mit denen ich selber sprechen konnte, und also nicht nur die, die im Fernsehen gekommen sind, auch andere haben mir das so dargestellt, dass sie das Gefühl haben, dass man sie in die falsche Richtung geschickt hat. Oder? Ich finde auch, es war sehr spürbar immer für diese Patientinnen, dass sie natürlich Mühe hatten, einfach so zu sagen, das ist ein Scheiß und das ist alles Quatsch und Blödsinn, weil sie haben ja eine Zeit lang das auch irgendwie geglaubt, aber es ist wie oft bei diesen Dingen, sie haben schon ein gewisses Bewusstsein dafür gehabt, dass es nicht eins zu eins real ist, aber sie haben das einfach so gespürt und so gefühlt, und sie haben auf jeden Fall sehr deutlich wahrgenommen, dass sie sehr abhängig waren von den Therapeutinnen und Therapeuten. Und das muss man sich auch so vorstellen, dass diese Patientinnen abhängig sind von den Therapeutinnen und Therapeuten, ist für sie a priori nicht etwas Schlimmes oder etwas, was sie beunruhigt, sondern im Gegenteil, das ist etwas, was sie sehr gerne haben. Also sie brauchen das und sie suchen das, und das macht ja auch die Sache gefährlich. Oder? Sie konstellieren so eine Abhängigkeit, und das ist ja dann die Aufgabe der Therapeuten, damit umzugehen. Damit gut umzugehen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Also sie sind in einer großen Abhängigkeit, sie suchen das, sie entwickeln diese Abhängigkeit, und die Abhängigkeit wird ausgenützt, würde ich sagen. Man muss das so sagen, also die Abhängigkeit wird ausgenützt, indem sie eben dann auf diese Geschichten gelenkt werden, und das führt dazu, dass, wie ich vorher skizziert habe, diese Therapien im Fruchtlosen kreisen eigentlich, weil man eben angebliche Täter versucht aufzudecken, die man aber nie findet und die immer ums Haus herumschleichen, aber wo man nie etwas aufdeckt, und es geht immer weiter. Es gibt keinen Ausweg. Aus diesem geschlossenen Gedankensystem gibt es keinen Ausweg. Und das macht natürlich die Therapie auch aussichtslos, weil man kann den Frauen gar nicht helfen, weil man ja diese äußeren Täter nie finden und nie stoppen kann. Vor allem auch dann durch diese falschen Anschuldigungen wird natürlich viel Leid über die Betroffenen, vor allem auch über die Familien gebracht. Dort ist der Ball sicher den Behörden zuzuspielen, und ich finde, die Behörden sollten in dieser Hinsicht auch mittlerweile sensibilisierter sein, aber wie immer in der Schweiz gibt es also Föderalismus und alle, da gibt es Kantone, die, bei denen ist so, bei denen ist so. Ich würde sagen, man kann auch heute auf gar keinen Fall ausschließen, dass nicht Strafverfolgungsbehörden auf so eine Geschichte reinfallen und eine Untersuchung in Gang setzen. Solche Untersuchungen laufen auch mit allen möglichen Folgen, und das, glaube ich, ist etwas sehr Fatales. Es hat auch damit zu tun übrigens, dass diese Protagonisten von diesen Ideen haben auch in den letzten Jahren viel Mühe sich gegeben,
die Behörden zu schulen über diese Themen angeblich. Also man hat jetzt einige Jahre hinter sich, wo verschiedene Behörden und Opferhilfestellen auf diese Ideen geschult wurden und vielleicht das auch glauben oder geglaubt haben. Also insofern braucht es jetzt ein bisschen eine Gegenbewegung, dass man eine Sensibilisierung durchführt, dass die Behörden verstehen, wie sie das einordnen sollen. Diese Abhängigkeitsverhältnisse bestehen natürlich weiter, und ich habe auch einige der Fälle, die ich studieren konnte, bei einigen von diesen Fällen habe ich das auch weiter verfolgt oder gesehen, dass diese Frauen, diese Patientinnen zum Teil weiter in diesen Behandlungen natürlich sind. Und es ist ja nicht an mir oder an irgendjemandem, denen zu sagen, hört doch auf mit diesen Behandlungen. Einige haben auch gesagt, ich habe niemand anders. Ich habe niemand anders. Was soll ich machen? Ich kann nicht zu jemand anderem. Ich kann nicht einfach den Therapeut wechseln. Die Beziehungen sind für mich sehr wichtig. Es gibt auch die Beziehung zu den Institutionen natürlich. Man hat jetzt gehört, dass einige der Patientinnen aus der Nachbarklinik sich irgendwie verloren fühlen, weil sie angeblich nicht mehr aufgenommen werden und so weiter. Und das sind auch Abhängigkeiten, die bestehen oder die man irgendwie... Ja, das ist ein Problem, das man irgendwie lösen muss. Ich finde, man soll auf gar keinen Fall diesen Patientinnen Behandlungen vorenthalten, natürlich. Das heißt aber nicht, dass man diese Ideen weiter unterstützen muss. Aber ich glaube, das sind auch behandlungsbedürftige Patientinnen, die wirklich eine Behandlung auch verdient haben und nötig haben. In den Fachorganisationen vor allem, glaube ich, gibt es im Moment eine gewisse Verunsicherung, oder es gibt auch so langsam, glaube ich, gibt es eine, ja, steigert sich das Bewusstsein, aber viele von den, auch von den Organisationen, finde ich, suchen noch nach der Positionierung. Es gibt bis jetzt nicht so ganz klare Positionierungen zu diesem Themenbereich von verschiedenen Fachgesellschaften, und ich denke, das wäre dringend nötig, dass auch die Fachgesellschaften für Psychiatrie, Psychologie, Ärzteschaft, allgemeine Institutionen sich hier klarer positionieren. Also eben, das habe ich vorher schon gesagt, die Behörden auch, das sind auch die Aufsichtsorgane, muss man natürlich sagen, der Kliniken zum Beispiel, auch die niedergelassenen Therapeuten stehen eigentlich unter Aufsicht der Behörden, aber die Behördenaufsicht über die Praxen ist sehr schwierig zu gewährleisten. Und was in den Einzelpraxen passiert, praktisch eine Blackbox, oder? Also das ist auch sehr schwierig, also ich weiß auch nicht, wie das gehen sollte, der Aufwand. Aber ich denke, die Behörden sollten auf jeden Fall sensibilisiert sein auf dieses Thema und wissen, was da abgeht, und auch wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich komme zum Schluss jetzt, was sind für mich die Konsequenzen oder was ist das Fazit, das ich jetzt momentan mal heute ziehen würde zu diesem Thema. Also die Aufklärung der Öffentlichkeit ist wichtig, deshalb jetzt dieser Vortrag und auch dann im YouTube und so weiter Verbreitung. Ich denke, hoffe, dass das etwas dazu beiträgt. Die Institutionen müssen auf jeden Fall Transparenz herstellen zu diesem Thema. Also was machen sie, wie stellen sie sicher, dass solche Geschichten bei ihnen nicht passieren? Auch nicht im Sinne eben der Hexenjagd und irgendwie die Abweichler da irgendwie aufzudecken, sondern auch im Sinne von Teaching, von Supervision, von Hinschauen. Die Aufsichtsbehörden müssen die Institutionen überwachen, die Beratungsstellen, die privaten Praxen, das ist viel schwieriger, aber sie sollten irgendwie versuchen, das sicherzustellen, dass in den privaten Praxen keine solchen Fehler passieren. Die Patientenorganisationen, Selbsthilfeorganisationen, Angehörigenorganisationen sind auch natürlich schon zum Teil sensibilisiert, oder ich denke, dort ist es eigentlich am weitesten fortgeschritten, aber auch dort gibt es weiteren Handlungsbedarf, glaube ich. Die Fachorganisationen, dort habe ich vorher schon gesagt, da fehlt es noch deutlicher, finde ich. Ich würde das durchaus selbstkritisch sagen jetzt. Also die Fachorganisationen sollten zu diesem Thema sich deutlicher positionieren.
Und die Behandlung ganz allgemein, das ist einfach eine allgemeine Forderung, sollten professionalisiert werden, sollten ordentlich supervidiert werden. Das ist eine ganz allgemeine Forderung, die ich aufstellen würde. Man sollte auch vielleicht Beratungs- und Anlaufstellen schaffen für Betroffene. Das ist auch eine Frage, die ja gerade im Zusammenhang mit diesen beiden Institutionen aufgeworfen wurde, ob diese Betroffenen jetzt vielleicht da noch Schadenersatzforderungen stellen, Kunstfehler, Prozesse irgendwie anstrengen. Das wäre durchaus zu prüfen, denn ich glaube, es gibt sicher einige Fälle, die besonders krass waren, wo man das ernsthaft prüfen soll. Damit komme ich zum Schluss und ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen etwas gelernt zu diesem Thema. Wir machen jetzt einen Schnitt, gell, stimmt das? Und die Fragen sind dann nachher, wenn dann nicht mehr auf YouTube projiziert wird. Danke vielmals, merci.